Neues Browser-Game, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit League of Angels 2. Heute am 7. April 2016 feierte dieses Spiel seinen Release, kommt aus dem Hause U2 Interactive und wer aufgepasst hat bei meinen anderen Videos, der weiß, Big Point wurde kürzlich von dieser chinesischen Spielefirma aufgekauft für schlappe 80 Millionen Euro. Und League of Angels ist eben das große Aushängeschild von U2 Interactive. Mit dem Game haben sie einiges an Geld verdient, sodass man sich auch einfach so eine Spielefirma wie Big Point für 80 Millionen leisten kann. Jetzt ging eben der Nachfolger an den Start. Ist relativ ähnlich das Game. Ich habe die beide gezockt. Teil 1 habe ich zwar nie irgendwie per Video vorgestellt, soweit ich mich erinnern kann. Aber auf jeden Fall gab es einige Neuerungen. Ich weiß, ist jetzt nicht das Top-Game so von der Grafik her, ist aber auch ein Browser-Game, man muss es nicht runterladen. Es gibt zwar einen 40 MB Mini-Client, der ist aber optional. Das Spiel soll eher so leichte Kost für zwischendurch sein. Die Kämpfe, da passiert relativ viel halbautomatisch. Man kann bzw. muss ab und zu zwar Ultimate-Skills einsetzen, aber im Prinzip kann man diverse Dungeons auch einfach so durchlaufen lassen. Dungeons, da gibt es die Kampagnen, die spielt man durch und je nachdem, wie viele Helden überleben, hat man dann eine Punktewertung, 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern, ist im Prinzip keine Punktewertung, sondern eine Sternewertung und je mehr Sterne man pro Kapitel ergattern kann, desto größer sind Bonusbelohnungen. Da gibt es einen Wert, der heißt Ausdauer. Alle 6 Minuten regeneriert sich da ein Punkt und der bestimmt, ähnlich wie in Click-Browser-Games, wie viele Quests, wie viele Dungeons, Kampagnen und so weiter man pro Tag absolvieren kann. Was das Spiel unter anderem so erfolgreich macht, bzw. auch gemacht hat, das sind eben die Engel, die League of Angels. Und da gibt's Michaela und noch ein paar weitere, die kann man sozusagen sammeln, freispielen, einzeln hochleveln, skillen und so weiter. Dann steigt der, wie es hier noch auf Englisch heißt, BR, Battle Rating, die Kampfkraft, dieser Wert steigt dann an. Übrigens, wegen Englisch, ich habe gelesen in der Pressemitteilung, in den nächsten Wochen bzw. Monaten soll auch eine deutsche und keine Ahnung welche Sprachen noch Synchronisierung folgen. Aktuell, wie gesagt, leider nur auf Englisch verfügbar. Ansonsten, ein System, das erinnert mich ein wenig an, gerade aktuell, Clash Royale, und zwar der Hero Summoner. Da kann man jeden Tag kostenlos oder auch ein bisschen mit Prämie irgendwie Helden beschwören und da erhält man dann eben mit Glück irgendeinen Engel oder keine Ahnung, Giganten, Magma-Golems und so, was es da noch so gibt. Und mit denen zieht man dann los. Da hat man so ein Team wie in einem Final Fantasy, kann man zusammenstellen, 3 Leute, 4 Leute und man selbst ist ein Hauptheld. Jedoch gibt es da nur männlich oder weiblich, also keine Klassen. Und man unterscheidet sich eben durch die Begleiter dann, beziehungsweise durch die Items, die man trägt. Ganz nett sind auch die Reittiere. Da erhält man relativ früh schon ein ziemlich episches Pferd und später, ich weiß nicht, die übertreiben da ein bisschen in diesen Browser-Games, irgendeinen brennenden, leuchtenden Icarus und einen Panda-Bären und gepanzerte Rüstung auf einem Werwolf. Also ziemlich krasse Mounts, die man da freispielen kann. Auch die können dann Skills erlernen, wie zum Beispiel ein Buff für die gesamte Gruppe, für das Squad, wie es noch in dieser Version heißt. Battle Rating steigt, je stärker das Pferd ist. Und die können auch Boni, wie zum Beispiel Lebenspunkte oder Angriff, für meinen Haupthelden eben bescheren. Was noch auffällig ist in Games wie eben League of Angels, da gibt es noch ein paar weitere, ist, dass sehr oft neue Server rauskommen. Momentan sind 3 Server am Start, ich bin am 2. aktiv, Angels Rise nennt sich der. Und genau, alle paar Wochen oder am Anfang sogar alle paar Tage kommt dann neuer Server raus. Jeder fängt bei 0 an und man kann die Rangliste dominieren. Es gibt jedoch auch sogenannte X-Server-Kämpfe, das heißt, da spielt dann der Server gegen den, und am Ende wird dann ja, hoffentlich ein Sieger vom Feld gehen, da gibt es Bonusbelohnungen und so weiter. Singleplayer-Modi, genauso wie Multiplayer-Dungeons, wer die Kampagnen schon durch hat. Außerdem finden sehr häufig Ingame-Events statt. Da lese ich momentan Trial Warrior und Arena Champion. Da muss man irgendwas sammeln, hat dafür noch, keine Ahnung, 15 Stunden Zeit. Und je weiter man da kommt, desto besser fällt die Belohnung aus. Auf der Rangliste sehe ich jetzt aktuell so
Der höchste Spieler Level 53, aber am Anfang geht's relativ schnell und später wird das dann ein wahres Levelfest sozusagen. Da zockt man dann Stunden und Tage lang für wenige Level-Ups, aber es nimmt irgendwie kein Ende. Also man kann da teilweise, manchmal gibt's ein Maximallevel, wie das jetzt hier ist, weiß ich nicht, aber man levelt da irgendwie in unendliche Höhen, hat dann noch PvP, Gilden, Arena gibt's auch noch, also da ist noch so einiges mit dabei. Ja, und im Grunde waren das die wichtigsten Features von League of Angels 2. Ist eben heute, wo ich spreche, am 7. April 2016 erschienen aus dem Hause Yuzu Interactive. Die haben eben Big Point aufgekauft und ich denke, ich bin am Ende. Bedanke mich fürs Zusehen. Mein Name ist Chilling und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.